Hallo an meinem Basteltisch. Heute ist schon der 30. Dezember und ich hoffe, ihr habt euer Weihnachtsfest schön verbracht. So, und es war so, wie ihr euch das so vorgestellt habt, dass nicht irgendwas schiefgelaufen ist, dass ihr euch nicht gestritten habt, sondern dass es wirklich ein bisschen ein besinnliches Fest war. So wie es eigentlich auch bei uns war. Also war so im Großen und Ganzen sehr schön. Ja, da draußen sind aber noch ein paar Sachen, haben sich so entwickelt, um die ich mich doch ein bisschen mehr kümmern müsste, als ich das zuvor hatte. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich auch noch gar nicht dazu gekommen, mich wieder hier an meinen Basteltisch zu setzen. Somit ist also mein 26. Dezember ja so ein bisschen verloren gegangen in meinem Junk Journal. Ja, da ist jetzt diese Karte noch ja nicht drin, die hier eigentlich noch fehlt. Ne? Ist noch leerer Umschlag. Ja, ich habe jetzt immer hin und her überlegt, was machst du jetzt? Ich hatte euch ja schon gesagt, die ganzen Papiere, die so übrig sind, irgendwann schmeiße ich das alles weg. Und wenn ich mir das hier so angucke, ist ja immer noch, hier ist so ein Platz leer, wo was hin könnte. Theoretisch könnte selbst hier was hin. Dieses Tag ist auch nur so drin gesteckt. Ist eigentlich so ein bisschen unvollendet. Alles Mögliche, mir, ich habe hier auch immer noch Platz, wo was hin könnte. Und ja, selbst auf so eine Sachen könnte man irgendwo noch was draufkleben. Und auch auf diese Taschen hier, die gerade nicht, aber die anderen an dem Album. Also, das ist noch ziemlich viel zu machen. Und jetzt hatte ich mir gedacht, was machst du jetzt mit dem ganzen Papier, was da noch so übrig ist? Jetzt hatte ich mir den einen Tag schon mal Zeit genommen und habe hier schon mal so was gemacht. Das ist ja wie so ein Masterboard. Ja, das ist ganz schön durcheinander bei mir, weil ich das recht klein gerissen habe. Denke, ihr seht schon das. Von den ganzen Papieren, was drauf, hier ist auch diese silberne, was da übrig war, selbst hier diese kleine Tape und ein bisschen Stoff und so was alles. Ja, jetzt ist es so. Und so richtig weiß ich jetzt nicht weiter, weil das ist mir alles zu kunterbunt durcheinander. Am liebsten würde ich da jetzt eine Lage Gesso rüberhauen und kicken, wie es denn aussieht. Aber bevor ich das mache, werde ich das erstmal wahrscheinlich auseinanderschneiden und ja. Mal, dass ich eine Karte habe und dann noch andere Teile mal sehen. Da bin ich also noch nicht ganz so mit mir im Reinen, was daraus werden wird. Und bei mir ist es manchmal so, das muss dann einfach mal ein paar Tage liegen, bis ich dann genau weiß, was ich damit machen will. So, das ist jetzt nicht das, was wirklich, ja, sozusagen das Ende, sondern hier ist auch noch so was. Ich habe also noch hier so ein, wirklich auch so ein Grauort. Das hat ja mein Kopierer nicht in Blau gemacht, sondern in Grau. Und hier sind noch, seht ihr schon, ne, alles Mögliche, was da an Papieren noch so ist. Das heißt also, ich kann jetzt hier nochmal so ein zweites Ding davon machen. Und mir überlegen, wie ich das alles so nochmal irgendwie mit in das Junk Journal drin nehme. So. Und übrig sind auch noch hier so eine allen möglichen Karten. Wobei die, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Also, keine Ahnung, vielleicht mache ich da noch ein paar Taschen oder irgendwas. Hier sind auch noch so ein paar große. Und ja, also Reste. Irgendwas wird daraus ja noch werden, hoffe ich. Dann habe ich hier noch zwei so eine ganz großen Schneeflocken. Ja, die hatte ich auch rausgesucht. Das muss irgendwo noch verwendet werden, denke ich mal. Und dann hatte ich euch ja schon gesagt, ich habe schon angefangen, mir Gedanken über dieses Cover zu machen. Ich habe natürlich wie immer kein Buch genommen, sondern ich habe mir selber was gebastelt. Ich hatte mir überlegt, wie dick das Ganze sein könnte und das waren jetzt bei mir 6 cm. Und das wird jetzt hier so was, zeig euch mal, so was hier. Also so wie so ein Kasten rundherum. Hier seht ihr das, ja. Ich habe jetzt also so was gebaut. Das Blöde ist, ich habe bloß so ein Buchbinderlein, der so, ja, was ist das, Beige-Taub. Eigentlich taub war, nennt sich so eine Farbe. Der, den ich innen drin geklebt hatte, das Stück hatte ich vorher mit Gesso versucht weiß zu machen. Bloß mit dem Gesso von Action braucht man da, weiß ich, 4 Lagen mindestens, um irgendwas wirklich weiß zu kriegen. Dann wird das Ganze aber so hart, dieser Stoff, dass das eigentlich nicht mehr so schön ist. Das habe ich innen drin, wie ihr seht. Nochmal ein Papier rein geklebt, denn das finde ich richtig schön. Mit diesem Zopfmuster. So, das ist jetzt wirklich bloß bis hier an die Knicke rangeklebt, damit ich das wirklich
gut noch knicken kann. Und hier ist das auch nicht trend, aber das ist nicht so schlimm, weil hier kommen ja jetzt meine Signaturen, die Dreierin genäht. Ne? Ja, und ich hatte jetzt, wie gesagt, überlegt, das auch noch weiß zu machen, aber das würde einfach viel zu dick werden. Und deshalb habe ich mir was anderes überlegt für diese Sachen. Das heißt, also ich beziehe das nachher nochmal mit, klebe da nochmal einen Stoff drauf. Ja, den Verschluss habe ich jetzt wieder so gemacht, wie ich das immer so gerne mache, dass das wirklich zu ist, das Ganze. Das heißt also, dass es nicht auseinanderspringen kann oder was. Und es ist jetzt so, dass hier eine Kante drin ist, dass ich sozusagen hier drunter noch was habe und das dann so zumachen kann. Und ich habe auch noch einen Verschluss rausgesucht hier. Der ist auch von Blanche. Da muss ich mal sehen, wie ich das überhaupt festkriege, weil zu diesen Teilen waren eigentlich Schrauben. Naja, weil das für eine Holzdose wahrscheinlich ist. Und das Schlimme ist, dass das hier diese Teil, dass die Gosse nicht mal gerade ist. Also, das ist eigentlich richtig doof, muss ich ehrlich sagen, weil soweit die Gosse, das bricht ja ganz schnell, wenn das irgendwie Spannung kriegt. Ich hoffe, dass ich es irgendwie mit, ja, mit Eyelets oder Buds oder irgendwie zukriege. Und dann kann man das hier irgendwann, so ist die Idee, ne, aufmachen, zack, und dann geht das auf. Ja, und dann habe ich jetzt überlegt, was machst du jetzt so mit dem ganzen Verkleiden außenrum? Wie gesagt, das Zopfmuster, da hatte ich erst gedacht, eigentlich könntest du auch einen Zopf stricken. So, ne, mal ab und zu. Habe ich aber dann verworfen, weil da müsste ich mich noch mehr mit beschäftigen. Und habe jetzt ja, so eine alte, nicht eine alte, eine Jeans gefunden, die, weiß ich nicht, aus einem recht billigen Laden war. Die gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Und man kann aus diesem Ding allerdings keine so ein großes Stück rausschneiden, weil die haben die irgendwie ganz komisch zugeschnitten. Das ist doch das, warum sie mir nicht gefällt. Und jetzt habe ich wirklich so kleine Stücken davon geschnitten. Da seht ihr jetzt auch hier das dritte. Da ist der Fadenlauf so. Hier ist er so. Aber letztendlich sieht man das ja nicht so ganz, weil es nicht zusammen auf einer Seite ist. Ich habe jetzt also so eine Teile hier zugeschnitten. So. Das war jetzt die Idee. Muss ich noch bügeln. So, und dann halt war ja erst die Idee, ich stricke da lauter Zöpfe und mache die an der Seite. Und dann habe ich aber mal geguckt. Ich habe mir irgendwann so eine Decke hier gekauft. Das gibt von Ikea, ja. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Ich fahre nicht oft zu Ikea. Deshalb ist das bestimmt schon ziemlich alt. Eine richtig große Decke ist das. Die habe ich mitgenommen, einfach nur wegen dieser Struktur. Die ist zweimal smoked, also immer in die Richtung und immer auch in die Richtung jeweils. Und für sämtliche Mixmedia-Sachen, so als Hintergrund, habe ich die eigentlich mal gedacht. Heißt also, wenn ich da ein Stück nehme und das irgendwie mit Gesso oder sowas wirklich komplett einstreiche, dann wird es ja auch hart und hat eine wunderbare Struktur. Und das kann man natürlich jetzt hier, das muss ich bloß ein bisschen kleiner schneiden noch, dass ich hier immer nur diese Naht und diese Naht habe. Und dann setze ich mir die hier auf die Ecken. So war jetzt meine Idee. Der muss ich natürlich irgendwie annähen. Jeweils immer auf dieser Naht hier. Da bin ich gespannt, wie ich das hinkriege. Keine Ahnung, mal sehen. Aber dass ich jeweils hier so eine Dinger drauf habe. Vorher werde ich vielleicht auch noch ein bisschen bestempeln. Und ich habe auch überlegt, ich habe ja hier noch so ein Bild zum Beispiel übrig. Das könnte man jetzt hier noch vorne drauf machen. Und irgendwo habe ich sowieso ja noch so ein, ach, dieses Thema Winter. Das halt ja auch noch hier. Also man könnte das jetzt auch noch so was hier machen, dass ich mir hier auf das Cover die beiden Papierteile rufmache und die dann auch noch umnähe und so was. Also das wird ja spannend. Kann ich mir jetzt meine Nähmaschine mal irgendwie raussuchen und überlegen, was ich für einen Faden mache. Und dann muss ich halt sehen, dass ich dieses ganze Teil hier zusammennähe mit den Dingern. Tja, wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Das wird ganz lustig, glaube ich, für mich so. Hier so was festzunähen. Naja. Aber was soll's. Ich habe mir das jetzt vorgenommen und ich muss das hier auch noch ein bisschen mehr beschneiden, dass das noch ein bisschen zu sehen ist. Vorher muss ich natürlich die Signaturen einnähen und dann kann ich das nachher so alle drüber kleben, dass man die dann auch nicht mehr sieht, diese ganze Nähte. Ja, ich habe also noch reichlich was vor. Seht ihr ja. Bisschen Schiss habe ich davor, muss ich echt so sagen, weil das ist halt, habe ich ja schon gesagt, nicht mein Material. Also Stoff ist, da habe ich wirklich ein bisschen Bammel davor. Ja, aber wir werden mal sehen, was daraus so wird.
Das werdet natürlich auch alles alleine machen. Also da kann ich euch nicht mitnehmen, weil da wird hier noch zwischendurch passieren, wo ich mich richtig drüber ärgere. Aber so ist es halt. Ja. Und nun müssen wir mal gucken, wie ich das so alles noch fertig kriege. Morgen ist 31. Also Ende des Jahres. Tja, so schnell ging das vorbei. Ich habe jetzt gesehen, ich habe auf meinem Kanal wieder einige neue Abonnenten mit dazu bekommen. Da nochmal mein herzlichen Dank. Ich finde es sehr, sehr schön, weil ich habe jetzt, glaube ich, wann habe ich angefangen? April, Mai irgendwie so. In dem Dreh habe ich, glaube ich, erst angefangen, was zu machen bei YouTube. Also ich freue mich über jeden, der mir so ein Abo gibt, und ich freue mich auch über jeden, der mir einen Kommentar hinterlässt. Das wird natürlich immer so sein, dass ich nicht jeden Tag reingucken kann, sondern ab und zu dann mal erst da ein bisschen was zu schreiben kann. Ja, ansonsten zum Ausblick hoffe ich natürlich, dass wir alle gemeinsam mal wieder dahin kommen, dass es ein bisschen mehr Normalität gibt. Das wäre sehr, sehr schön. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Gucken wir mal, wie sich das halt entwickelt. Ja, auf alle Fälle wünsche ich euch dann schon erstmal einen guten Rutsch. Ne? Mal gucken, was ihr so macht. Weiß ich nicht. Bei mir wird es ganz ruhig werden hier. Also ist ja dies Jahr wieder ohne Knallerei. Was ja nicht so schlimm ist, muss ich echt sagen. Ich vermisse, werde ein bisschen diese Raketen vermissen, weil das finde ich schon sehr, sehr schön. Aber Knallerei ist auch nicht so mein Fall. Werden wir sehen. Und wir werden eben auch sehen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Ich wünsche euch alles Liebe. Machtet euch so schön wie immer. Und dann sehen wir uns sicherlich im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.